Hallo Leute und willkommen zurück bei Super Meat Boy, der letzten Aufnahme von Super Meat Boy, und dann habe ich das Spiel, also ich weiß nicht. Und dann weiß ich nicht, ja, es hat noch zwei Fragezeichen. Aber auf geht's nach The Rapture. Okay, und ich habe doch jetzt die Kontrolle für diese Aufnahme. Ich habe mir eine Kontrolle besorgt. Geile Musik. So richtig geile Musik, Mann. 8-Bit Shit. In the groove. Ah, jetzt soll ich gleich anfangen zu platzen. The Rapture! Oh, Level 1. Okay, komm. Jetzt das Spiel. Oh, ich sehe, das wird anstrengend, der Aufnahme. Okay, das habe ich geschafft. Auf geht's. Weiter. Oh, like a pro. Nein. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich da machen. Okay, jetzt wieder. Hopp. Und hopp. Nein. So motiviert. Wow, like a pro. Ich muss gar nicht an der Wand abdingsen und so. So. Hä? Ich bück das nicht. Scheiße, ich hab gekriegt. Oh, das wird so eine böse Aufnahme. Wie lange werde ich noch haben für dieses Scheißbild? Oh, nein. Komm schon. Na, oh, also komm. Ich teile auch nicht so schwierig, jetzt muss ich nicht anfangen zu stressen, nicht schon jetzt. Das ist das erste Level. Das erste Level, nicht wahr, ja. So. Ah! So close. Ja. Ah, perfekt. Ja, was ist da? Oh, ei. Nein. Okay, ich weiß, was ich da machen muss. Ich muss dann, wenn diese zwei Sägen in der Mitte durch sind, muss ich springen und dann durch die Mitte und dann weiter. Ah, oh, was? Das ist nicht wahr. Das ist. Okay, ich werde das nicht alles in einer Aufnahme schaffen. Ah, viel zu früh. Scheiße. Scheiße. Ich versuche nicht zu fluchen. Also wirklich böse zu fluchen, wie. Oh. Nein. Muss ich echt aufpassen, was ich mache. Oh. Nein! So close. Geschichten für erzählen. Ich habe Geschichten für euch. Wie ist eigentlich der Super Meat Boy entstanden? Er wurde in. Nein, scheiße. Er ist Produkt einer. Einer Atomexplosion. In der er durch und durch also das war einmal ein Mensch, aber ja, es ist eine Atomexplosion geschehen und dann wurde er zum Meat Boy. Das ist eigentlich die Geschichte. Ich habe nicht so viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Ich habe mir nicht so überlegt, ich habe einfach die Aufnahme gestartet und gedacht, weißt du was, ich mache das Spiel fertig. Aber, Okay. Der Controller funktioniert jetzt noch nicht besser. Wahrscheinlich werde ich jetzt dann nicht mal da vorbei. Was? Was? ich kann das Spiel doch fertig machen. Dann habe ich das los. Ich muss es dann nie mehr spielen. Nie mehr. Das ist echt witzig, aber das kackt mich an. So. Ach ja. So. Wie, ich weiß nicht eigentlich. Oh. Wieso Dr. Fetus eigentlich diesen Meat Boy hasst? Wieso, er ist, ja, der Meat Boy ist eigentlich ein Lieber, oder? Er will doch gar nichts gegen Dr. Fetus. Ist der Dr. Fetus irgendwie einfach ein böser Bösewicht oder ein Bösewicht von Herzen?
Er ist ein hässlicher Bösewicht. Ne, er ist neidisch, weil in der Highschool hat, ich meine, in der Oberstufe hat der Herr Meat Boy, war der viel berühmter als der Dr. Fetus, der war so ein Nerd, ein Nerd-Typ und dann, also ich hab nicht, wenn, ja. Okay, ich will da nicht, ja. Nein, jetzt muss ich da aufpassen. Ich muss da aufpassen, warte schnell. Ja, okay. Und dann war der viel berühmter und deshalb ist der Fetus jetzt so neidisch. Und der wurde ein Erfinder von bösen Maschinen und so. Und dann, ja, der Rest erklärt sich von selbst. Und dann wurde, war neidisch und dann wollte er sich an Meat Boy rechnen, der sich anschließend an, also eigentlich ist ja der Meat Boy, der ist ja in der Oberstufe, ist der noch am Ladies Man 69 und so. Ich meine, das war sein richtiger Name. Ah, besser. Und ja. Und der wollte sich. Und der hat dann eben eine Kampagne auf eBay gestartet, indem er sich. Indem er von seinen. Wie sagt man jetzt schon wieder? Von seinen Lieben in den ersten Klassen, weil der immer so ein berühmter. Weißt du, er war so ein muskulöser Sack. So ein muskulöser Sack. Und, der eigentlich immer der Beste war im Sport und so, deshalb. Und dann halt er zeigen auf eBay, wie sportlich das ist, weil er nichts wusste von Facebook und Twitter und all dem Zeugs. Und er war ein, also er war sportlich, aber er war doch ein Idiot. Und eigentlich ist das immer noch. Ja. Und dann wollte er es auf eBay veröffentlichen und wollte seine Muskeln zum zum Verkauf anbieten. Und deshalb, ja. Ist eigentlich alles. Ah! Ich bin immer noch da! Ah, okay, komm schon. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich schaff das, Mann. Nein, das ist nicht gut so. Nein! Bis da schaffe ich kein Problem, aber irgendwie. So. Das ist scheiß schwierig irgendwie. Ja. Oh, warte, ich ja bei dem Bizeps von Meat Boy. Er wollte seine Beat Sapes auf eBay verkaufen. Und dann wurde sie gekauft und musste sie abschneiden, deshalb war er so ein, wurde er so klein. Und naja, er hat nie richtig geheilt. Das ist deine, das Innere von Meat, von eigentlich von dem, wie hieß er nochmal? Ladies Man 69. Das ist das Innere von ihm. Das ist, sie haben ihn umgedreht, also das Innere nach außen und so. Deshalb hat er jetzt auch keine Gedärme mehr und so, deshalb ist einfach so ein Block Fleisch. Und drum, so haben sie seine Bizeps rausgenommen und einem anderen verschenkt, dem Dr. Fetus, der sie aber gebrauchte, um seine mächtigen Waffen herzustellen, die dann sozusagen, also ja, er brauchte die Bizeps von Mitoi, um sich zu, naja, was hat er gemacht? Er hat sie in Säure eingetaucht und hat sie getötet. Er hat Meat Boys Bizeps getötet. Und deshalb hasst jetzt Meat Boy auch Dr. Fetus. Und ich könnte dich auch so. Das ist ein bisschen idiotisch. So. Und deshalb haben sie jetzt einen ewigen Kampf, bis sie Meat Boy 2 rausbringen. Und den Meat Boy 2 werden die sich versöhnen. Ja, die werden sich versöhnen. Ich weiß es. Ich habe mit dem Game Producer gesprochen. Nein, komm schon. Ugh.